Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video, heute mit weiteren News zu Natlan. Das erste ist, das Reich der Saurier Natlan ist bald verfügbar mit Blaze to Natlan. Und das ist so ein bisschen auf Pokémon Go gemacht quasi. Da kann man das quasi, also man kann das Handy nehmen, dann auf diesen Link klicken und dann kann man hier nach freien Flächen in der Nähe suchen oder die Augen nach Plakaten von Genshin Impact offen halten. Und vielleicht begegnest du ja Gefährten aus Natlan. Worauf wartest du noch? Probiere es aus. Gut, Plakate von Genshin Impact, also wenn man jetzt nicht gerade in einer Großstadt wohnt, einer internationalen, wird man da wahrscheinlich jetzt eher weniger was finden. Also ich bezweifle mal, dass in meiner Kleinstadt hier irgendwo Plakate von Genshin Impact hängen. Aber ja, ist wohl so ein Feature, also könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr unterwegs seid. Ja, dachte ich nur, hier kann man das gleich mit dazu nehmen. Und dann haben wir einen Natlan-Reiseführer mit Sehenswürdigkeiten und Herausforderungen. Wieder so ein kleines Stück für Stück neue Infos. Vieles kennen wir natürlich schon. Das neue Gebiet wird am 28. August freigeschaltet. In diesem Reiseführer zeigen wir euch die Sehenswürdigkeiten von Natlan und die Herausforderungen, die euch erwarten könnten. Schauen wir uns das gemeinsam an. Noch 4 Tage, bis Natlan verfügbar ist. Das Reich der bunten Steine und Flammenquellen. Weit jenseits des Sandes und des Meeres heilen die langen, flammenden Gedichte in einem Land wieder, in dem das heilige Feuer ewig brennt. Oh, das war's. Das war ein Screenshot. Oh mein Gott. Toyak. Ach so, nee. Reich der bunten. Da wird das Natlan gemeint, Leute. Ich wollte schon sagen. Toyak Quellgebiet. Ein Stamm, der mit den Koala-Sauriern zusammenlebt und für seine heißen Quellen sowie seine beruhigende Musik bekannt ist. Von allen Stämmen ist dieser bei den fremden Besuchern am beliebtesten. Das Tequemekan-Tal, ein Stamm, der mit den Tepletisauriern zusammenlebt, er heißt Kinder der Echos. Überall in der Schlucht hört man das Klopfen von Handwerkern oder die Geräusche von Jägern, die nach Edelsteinen suchen. Dann der Quatepec-Berg, ein Stamm, der mit den Junkasauriern zusammenlebt, seine Vorfahren hängten hier riesige Baumteile mit Seilen und Hakenspitzen auf, daher erhielt der Stamm den Namen Nachkommen der Baumkrone. Das Becken der unzähligen Flammen. Hier im Namen des Sieges und der Ehre mögen die Feuer des Konfliktes entfacht werden. Na gut, das ist zumindest ein halbwegs neuer Screenshot, glaube ich. Ah, jetzt haben wir hier neue Infos. Tierische Freunde, das Langhals-Nashorn, das soll ein Nashorn sein? Ich hätte ja auf Giraffe getippt. Besucher, die das erste Mal in Natlan sind, könnten den Eindruck bekommen, dass das Langhals-Nashorn auch der Familie der Saurier angehört. Dem ist allerdings nicht so, es ist einfach nur groß. Interesting. Ich dachte, das ist eine Mischung aus einem Dinosaurier und einer Giraffe. Von Nashorn, das ist ja winzig, das Horn. Okay, Alpaktier. Das Alpaktier. Die pelzigen Vierbeiner haben ein sanftes und liebenswertes Temperament und verstehen sich hervorragend mit den Menschen. Sie sind fast wie Partner, die sich schon seit Ewigkeiten kennen. Da kann man aber nicht viel draufpacken, oder? Obwohl sie sich vom Äußeren her stark unterscheiden, gehört dieses Tier zu den entfernten Verwandten des Sumeru-Paktieres. Ja, also da würde ich dann doch, glaube ich, lieber das Sumeru-Paktier nehmen, wenn ich wirklich was transportieren will. Das hält wahrscheinlich ein bisschen mehr aus. Das Wasserschwein, oder wie heißen die nochmal? Capybara? Diese Pflanzenfresser, die man vor allem in Ufernähe antrifft, sind besonders für ihre stoische Art bekannt. Neben ihnen könnte ein Blitz einschlagen und sie würden nicht einmal mit der Wimper zucken. Dickhalsfasan mit dichtem Federkleid. Ein mittelgroßer Vogel, der unter seinem dichten Federkleid ein rundes Fettpolster hat, wodurch es ihm etwas schwerfällt, nochmal zu fliegen. Die Nachkommen der Baumkrone betiteln ihn auch liebevoll als flugunfähige Topfpflanze mit Flügeln. Lol. Wassertreibling und Feuertreibling. Ein neugieriger Vogel, der zwar auf 2 Beinen gehen, aber nicht fliegen kann. Ah, das sind die Pinguine. Er ist lebhaft und freundlich und man findet ihn oft in Schwärmen an Ufern sitzend oder sich gemütlich auf dem Rücken auf dem Wasser treibend. Ja, das sind die Pinguine. Natlan hat Pinguine. Herausforderungen direkt stellen. Anführergegner, der gefräßige Junkasaurier-Bergkönig. Der uralte König der Junkasaurier hält unten in der Höhle seit tausenden von Jahren seinen tiefen Schlummer und wartet auf die jungen Krieger des Stammes, auf das sie ihn herausfordern. Es greift mit Flammengranaten an, die es als Bomben benutzt. Wenn du jedoch die Flammengranaten mit Pyrokraft entzündest, bevor er sie verschlingt, könnte etwas Interessantes passieren. Er wird betäubt. Wer hätte es gedacht? Goldflammen-Kukusaurier-Tyrann. Im nebligen Tal der Flamme, dort haust der Tyrann, verflucht durch das Blut der Uralten. Es scheint so, dass die Zerstörung der Flammen, Wind, Feder mit Elementen, die mit Pyrokraft reagieren, der Schlüssel zum Sieg sein könnte.
finde das Geschoss so geil und die Animation danach. Das sieht so nice aus. Love it. Hier. Richtig geil. Weitere Elite-Gegner: Strömungsschwimmer, Bajob-Verkörperung, Lavagestalt, flüssige Flamme, Geheimquellenautomaten, Jägersucher. Ja gut, die wurden uns auch schon vorgestellt. Ja, also komplett neu an Infos waren jetzt hier nur die Tiere, aber immerhin, wie gesagt, sie machen immer so Stück für Stück und wiederholen natürlich immer alles 5-mal, keine Frage. Aber so ist es halt mit Previews und Teasern. Man kriegt nie das volle Ganze, man kriegt immer nur kleine Häppchen serviert und man kann sich's halt nicht aussuchen. Ja, aber das waren doch schon mal keine schlechten Infos und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das mal ausprobieren mit dieser Handy-App, aber ja, also ich habe es jetzt tatsächlich noch nicht ausprobiert, weil ich heute noch nicht draußen war, aber ich weiß jetzt nicht, mit den Genshin-Plakaten weiß ich auf jeden Fall, dass das hier nicht funktionieren wird, weil es gibt hier keine. Naja, viel Glück euch auf jeden Fall und in 4 Tagen geht es dann endlich mit Lantern los. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder und würde mich sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.